Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Angies Wollplaudereien. Heute ist Mittwoch, der 22. Oktober 2014. Und was ihr gerade gesehen habt, sind die vielen, vielen Videopodcasts, die ich im Laufe der letzten Woche mir angeschaut habe. Ich soll euch heute hier einiges zeigen über Stricken und Spinnen und so und Wolle, die ich gekauft habe, aber ich kann mich ja gar nicht bewegen. Wie soll das jetzt gehen? Hallo? Ja, heute habe ich wieder einen Co-Host hier in der Sendung. Stricketucker von Anne und Carlos. Ich habe unsere ganze Familie nachgestrickt. Das bin ich. Die Haare sind halt nicht so nachgewachsen wie meine. Wolle wächst nicht nach, das wissen wir alle. Schade, ne? Ja. Was sie hier trägt und ich auch, ist Lindilla von Martina Behm. Ja, jetzt fällt sie um. Einmal Lindilla in klein. Super leicht zum Stricken. Ich habe zwei davon, also nicht nur diese beiden, sondern noch eines. Total praktisch für ein Strickobjekt für unterwegs. Man hat schnell raus das Muster und ich habe es wirklich gern gestrickt, kann ich empfehlen. Ja, ihr hört es ja, ich bin leicht verschnupft, ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Hell ist es heute auch nicht, das liegt dann draußen, heute ist es nicht hell draußen. Und ansonsten auch sehr stürmisch und kalt und bäh. Ja. Vorige Woche kam von einer Bekannten eine Anfrage über WhatsApp. Sie hätte da eine Mathehausübung für ihren Sohn zu lösen und sie kommt nicht klar damit, ob wir ihr damit helfen könnten. Und ich muss sagen, das war ein richtig abendfüllendes Programm für uns alle. Es ging um eine gleichseitige quadratische Pyramide. Und zum Berechnen, oder Berechnen eigentlich nicht, also herauszufinden war die Höhe der Pyramide, das Volumen und die Oberfläche in Form der Formeln. Nur die Formeln, also eigentlich keine Zahlen, sondern eben die richtigen Formeln. Anhand der gegebenen Größen gegeben war eine Seite die A-Seite und S die Seitenlänge oder so, ja. Wir haben da ein bisschen länger herumgetüftelt, aber am Ende, ich glaube, wir haben es geschafft, immerhin. Und im Zuge dessen ist mir etwas eingefallen, nämlich ein anderes Mathebeispiel, das meine Kinder in der Volksschule in der 4. Klasse zu lösen hatten, und zwar jedes von meinen Kindern, immer so im Abstand von 2 Jahren kam dieses Beispiel wieder auf uns zu. Und es ist herrlich, also ich möchte es euch nicht vorenthalten, ich habe es rausgekramt aus dem Keller, ich habe gesucht. Das ist bitte in diesem Buch. Zahlenreise, 4. Klasse. Geschrieben ist das von Edith Brunner und anderen, Gabriele Eichberger und so weiter. Ich nehme mal an, das sind Mathelehrer und Pädagogen. Steht nicht wirklich da jetzt. Nein, keine weitere Info dazu. Biologen sind es jedenfalls nicht. Ja. Und zwar geht es hier um ein Textbeispiel, das zu lösen ist. Schlussrechnungen scheinbar. Das Beispiel ist nicht zu lösen. Unmöglich. So, ich fange an. 3 Hennen legen am selben Tag ein Ei. Das will ich sehen. Zum Ausbrüten eines Eies, dem hier, brauchen Sie 21 Tage. Wie lange dauert es, bis alle 3 Küken geschlüpft sind? Ja. Also 3 Hennen legen am selben Tag ein Ei
Gemeinschaftsarbeit, Teamwork. Zum Ausbrüten brauchen Sie dann 21 Tage. Jede Henne oder gemeinsam, weiß man nicht. Wie lange dauert es, bis alle drei Küken geschlüpft sind? Also wenn drei Hennen ein Ei legen, dann schlüpfen hier nach, keine Ahnung, 21 Tagen, würde ich sagen, drei Küken. Ja, so viel dazu. Schulsystem, ehrlich. Okay, ein bisschen gestrickt habe ich, das zeige ich euch jetzt, um zu den wichtigen Dingen des Lebens wieder zurückzukommen. Da habe ich jetzt den Ärmelteil vom Wasserwirbel fertig. Ziemlich lang. Ne? Und mit dem Rückenteil, also mit dem Drumherum, habe ich noch nicht begonnen. Das war nicht so spektakulär. Dann habe ich ein Sockenquadrat wieder gemacht. Und wie ihr vielleicht an der Wolle erkennen könnt, ja, meine Socken sind fertig. Das sind die Vanilla Bean Self-Striping Socks von der Emily O'Grady mit den Hebemaschen. Ich habe bei beiden eine Fish Lips Kiss Heel gemacht. Ich habe auch versucht, beide ziemlich gleich zu machen, identisch. Ich weiß nicht, wie man das jetzt da sieht. Spitze. Und an derselben Stelle begonnen. Die sind jetzt fertig. Das ist gut, weil es ist kalt und die werde ich jetzt bald anziehen. Und dann habe ich ein neues Projekt begonnen, und zwar die Snowy Woods Mits. Die sind von, ich weiß jetzt gar nicht, von Hannah Mellenfand. Ja, Bild habe ich jetzt keines davon da, aber dafür einen dieser Mits. So sieht er aus. Von hinten. Von vorne. Ja, ich muss sagen, am Bildschirm schaut der gar nicht so schlecht aus. Ich habe total gekämpft mit dem Teil. Das war überhaupt nicht lustig zum Stricken. Und hier kann man schon sehen, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber eigentlich ist das hier ja alles dasselbe Muster. Und hier habe ich überall so diese grünen durchgehenden Striche, wo ich eine weiße Masche dazwischen sein sollte. Ist sie auch, man sieht sie nur nicht. Und dann später ist es mir doch gelungen, dass man die sieht. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, packt mich nicht. Auf der Vorderseite die beiden Sterne. Sind vom Muster her auch gleich, sehen aber meiner Meinung nach auch total unterschiedlich aus. Und das hier in der Mitte, wo ist hier? Das hier in der Mitte, da kommen die Grünen nicht so raus. Beim Daumen hatte ich auch Schwierigkeiten. In der Anleitung ist es so, dass man dann im Chart 9 Maschen auf so einen Fadenrest strickt, also über 9 Maschen, dann die 9 Maschen wieder zurückhebt auf die andere Nadel und dann im Chart im Muster weiter strickt. Soweit so gut, das habe ich gemacht. Und wenn man dann nachher den Daumen strickt, steht da 12 Maschen aufnehmen. Also ich habe mal die 9 unten aufgenommen und dann die 9 oben auf die Nadel gelegt. Und dann habe ich geschaut,
vom Muster her, weil es setzt sich ja dann das Muster fort im Daumen, wo ich die restlichen 3 Maschen pro Nadel herbekomme, aus dem Rand logischerweise, weil sonst hat man ja ein Loch, aber wegen dem Muster war das ja nicht so einfach, also habe ich eine Masche aufgenommen aus dem Rand, 9 Maschen gestrickt, 2 Maschen aufgenommen auf der einen Nadel, dann auf der anderen Nadel innen wieder eine Masche aufgenommen, 9 Maschen gestrickt und 2 Maschen wieder aufgenommen, damit ich auf die 12 Maschen komme. So, jetzt hat mich mein Computer hier unterbrochen. Ich glaube, ich werde heute erstmalig mal schneiden müssen. Keine Ahnung, wie das geht. Keine Ahnung. Ja, also die Snowy Mitts. Snowy Woods Mitts. So sieht der Chart aus, falls euch das interessiert. Oder auch abschreckt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da einen zweiten mache. Die unterschiedlichen Sterne hinten, dieses mit diesen unterschiedlichen, wie das Muster rauskommt, stört es mich? Ja. Ja, es stört mich. Das Einzige, was ich gut finde, ist, dass die super passen eigentlich. Dafür, dass ich sehr kurze Finger habe, kleine Hände und kurze Finger. Ich hatte zuerst Bedenken, dass der Daumen zu lang werden wird, aber der passt eigentlich ganz genau. Gestrickt habe ich das mit 2,5er Nadeln, also für größere Hände 3er oder 3,5er Nadeln würde ich dann schon empfehlen. Ich habe wirklich kleine Hände, also ich kann am Klavier keine Oktave greifen, das geht sich nicht aus. Mal schauen, ob ich da einen zweiten mache, ob ich die Geduld habe oder nicht. Dann habe ich angefangen, bei einem Mystery Call mitzumachen. Da gibt es immer am Donnerstag einen Teil der Anleitung. Und zwar werden das Socken. Da ist die erste. Das sind Mystery Socks von Lena Gerald von A Wee Bit Nitty Podcast. Ich habe auch den zweiten schon angefangen und bin mit dem genauso weit. Wie mit dem ersten. Man sieht nicht viel, da es sind eigentlich nur rechte und linke Maschen versetzt, wie eine Art großes Perlmuster bis jetzt. Es waren auch nur, also das Bündchen und 16 Musterreihen. Und gestrickt habe ich das mit Lana Grosser Meilenweit. Und da komme ich jetzt gleich zum nächsten Thema. Die Lana Grosser Meilenweit habe ich vorige Woche gekauft bei Müller. Im Abverkauf oder als Angebot um 2 Euro das Knäuel. Das sind 50 Gramm, 210 Meter und ich finde 2 Euro, da kann man sie schon kaufen. Habe ich nicht lange überlegt. Und ich habe eben die 2 in dem Weinrot und dann habe ich noch eine in Dunkelgrün. Oder eine ist gut, ich habe 2 Knäuel jeweils genommen. Und weil ich schon so schön im Shoppingwahn war, ich habe dann noch 2 knäuelige Sockenwolle gekauft. So, verkehrt. Und zwar ist die hier, man sieht, dass die ist schwarz mit Türkis und die ist schwarz mit Grün. Das sind jeweils 100 Gramm. War kein Angebot, aber die hat mir auch total gut gefallen. Und dann hatte ja Hofer letzte Woche Sockenwolle im Sortiment und beim Einkaufen meiner Lebensmittel. Ist dann die Sockenwolle noch mitgegangen. Ich finde ja, Sockenwolle kann man immer brauchen. Also Sockenwolle geht immer, kann man nichts falsch machen. Kann man Socken draus stricken, Stulpen, Hauben, jetzt liegt es unten, was noch, Tücher, das ist auch Sockenwolle. Ja, und dann habe ich bestellt vorige Woche und gleich dazu ein kleines Video gemacht, wie ich das Päckchen öffne und das zeige ich euch jetzt. Gerade gekommen.
Post von der Wollelfe. Ich habe sie schon mal aufgemacht, weil das sonst ein bisschen schwierig ist mit einer Hand. Ja, da sind sie drinnen, die gestellten Schätze, die ich euch dann in der Sendung zeigen werde. So, ich liebe es ja, Päckchen aufzumachen. Es ist ja ein bisschen eigenartig, weil ich habe es bestellt, ich weiß, was drinnen ist, ich weiß, wann es kommt und trotzdem, wenn es da ist, dann freue ich mich einfach. Ja, und jetzt zeige ich euch, was drinnen war, bis auf einen Strang, den kann ich euch nicht zeigen, weil das ist mein Geschenk für mein Wichtelkind. Und ich weiß nicht, ob sie zusieht, ich habe keine Ahnung. Und zwar habe ich bestellt bei der Wollelfe, wie ihr schon gesehen habt, am Paket. Wollelfe.at. Und sie hat irrsinnig viele Färbungen in ihrem Shop. Schaut einfach mal rein. Da habe ich also die hier. Das ist 75% Merino. Da steht 29% Polyamid, kann nicht wirklich sein, müssen 25 sein. 550 Meter, 100 Gramm. Dann habe ich die hier. Das ist 100% Merino, 700 Meter, 100 Gramm. In so einem lila. Ich glaube, für euch sieht es, glaube ich, jetzt blau aus, aber es ist lila. Dann habe ich den hier, im Quietschebunt. Das ist 25% Schurwolle, 25% Polyamid, 420 Meter, 100 Gramm, also Sockenwolle. Und die Farbe heißt Feenbarsch. Also der ist wirklich so Feenbarsch. Offen die Farben, also ich habe hier Pink, Schwarz, so ein Senfgelb und einen Klecks, so Rostrot, Orange. Und dann habe ich noch einen, unbedingt habt ihr müssen in meinen Warenkorb. Das ist ein sehr dunkles Lila mit ganz viel Glitzer drinnen. Und das ist 71% Schurwolle, 29% Polyamid, 410 Meter, 100 Gramm. Und den möchte ich, wenn möglich, heute anfangen zu verstricken, weil ich habe da auch schon das passende Projekt dafür. Das zeige ich euch gleich. Und dazu kann ich euch gleich noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich sitze ja hier meistens im Wohnzimmer mit meinem Netbook und wir haben so eine WLAN-Box und der Drucker steht oben im ersten Stock bei meiner Tochter im Zimmer. Der ist auch über WLAN verbunden und irgendwas hat es da. Ich kann es euch jetzt gar nicht ganz zeigen, weil ich es ja schon fertig gemacht habe. Ich habe also vorige Woche, wollte ich die Anleitung für ein Tuch ausdrucken, für die Glitzerwolle. Und zwar das Tuch heißt Mondbeere. Die Anleitung dazu gibt es auf Ravelry, ist gratis. Und so sieht es aus. Ich zeige euch mal das Bild. Das Bild war ja noch nicht das Problem, aber wie ihr seht, kein Text. Nichts. Also jetzt schon, weil ich habe das alles dann mit der Hand dazu geschrieben. Ich habe jetzt folgende Theorie. Also ich sitze ja hier im Wohnzimmer und wenn ich jetzt endlich dieses PDF offen habe und auf Drucken drücke und meinen Computer sagt, bitte schick dieses PDF, diese eine Seite nur, ja, hinauf an den Drucker. Ich glaube, dann passiert Folgendes. Also erstmal, ich gehe die Stiegen hinauf, drehe den Drucker auf, gehe dann die Stiegen wieder runter, sage meinem Netbook, bitte drucke das. Und dann sitze ich hier und warte auf das. Und es kam nicht.
Jetzt ist es so, dass mein Netbook ja oft lange braucht und wenn es zu lange braucht, dann geht der Drucker dabei oben in den Schlafmodus, macht ein Nickerchen. Also bin ich wieder die Stiegen hinauf, schaut, nein, alles da, schläft nicht, alles gut, ich wieder hinunter, warte. Dann tatsächlich, als es kam, das Geräusch, ich freue mich, ich gehe wieder die Stiegen rauf, um meine Anleitung zu holen, das ist ein Stück Papier und was sehe ich? Überschrift, Titel, das Bild und keinen Text. Ja. Und ich habe jetzt die Theorie, also wenn ich hier sitze, das alles, was hier drauf sein sollte, ja, geht direkt aus meinem Netbook raus, in die Luft, quer durchs Wohnzimmer, die Stiegen hinauf, quer wieder durch den ganzen Flur, ins Zimmer meiner Tochter, das kann nicht funktionieren. Also, da muss was verloren gehen. Es muss was verloren gehen. Das kann ja nicht, das ist ja Luft. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Erklärung für solche Phänomene, nicht wirklich. Ja, ich habe was vergessen, fällt mir da gerade auf, weil ich hier gerade, ne, Zetteln herumschmeiße. Ich habe noch was bei der Wollelfe bestellt und bekommen natürlich. Und zwar sind das so kleine Anhänger. Das sind Wollknäuel-Anhänger. Davon habe ich 5 Stück bekommen. Mal schauen, vielleicht mache ich Maschenmarkierer draus oder ich hänge sie einfach nur so mal bei einem Geschenk dazu. Ich habe übrigens jetzt, das muss ich euch noch zeigen, ich habe jetzt für mein Netbook eine Fernbedienung. Ich habe eine Fernbedienung. Klasse. Gut, gelesen habe ich auch. Und zwar, weil ich am Wochenende die meiste Zeit im Bett verbracht habe mit Schnupfenkopfweh und müde, hauptsächlich müde. Habe ich ein ganzes Buch ausgelesen. Ich kann es euch aber nicht zeigen, weil es ist auf meinem Kindle. Und zwar ist das Kind 44 von Tom Robb Smith. Ein Thriller. Es ist selten, dass ich mal ein Buch so in einen Rutsch durchlese. Wenn es mich packt, dann packt es mich und dann kann ich es nicht mehr weglegen. Und so war es auch bei dem. Mehr will ich euch jetzt gar nicht drüber erzählen. Wenn es euch interessiert, lest es selbst oder vielleicht habt ihr es schon gelesen. Und ich habe mir auch gleich die Fortsetzungen dazu dann gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn es mich so fesselt, wenn es ist gut geschrieben, es ist wirklich, wirklich toll. Und ich bin schon gespannt jetzt auf die nächsten Teile. So, jetzt muss ich wieder auf meinen Schummelzettel schauen, nicht, dass ich wieder irgendwas vergesse. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Ich vergesse jedes Mal zu sagen, dass ich jetzt auf Revelry eine Gruppe habe. Angie's Wollplaudereien heißt die Gruppe. Und Stimme, Kaffee. In der Gruppe sind jetzt aktuell 18 Mitglieder. Und zwar Fanny, Cassie B78, Marie XYZ, Neue Hobbytheke, Steffi S., hallo Steffi, Steffi von Steffis Wolle.at, die Maus, Faserkiste, Kaki, MK 1968 Wien, hallo Monika, Ninchen 24.10.84, Wool Disaster, Ellie 15, Helga und Michael, Made by Melli, Muckelpuh 1986, hallo Carina, Pinky Peppi, und ganz neu jetzt dazugekommen noch, habe ich heute nachgeschaut, Veron. Ja, also wenn ihr auch namentlich genannt werden wollt im Podcast, tretet bitte der Gruppe bei. Wenn ihr nicht namentlich genannt werden wollt, das nutzt euch auch nichts. Ich werde es trotzdem machen. Und dann kommen wir zum Deutschkurs. Heute habe ich mir gedacht, wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten.
Ich mache kein Wort, ich mache einen ganzen Satz. Die Österreicher werden es verstehen, was ich jetzt sage. Die Deutschen, es ist ja auch so für die Deutschen gedacht, dass sie Österreichisch lernen. Und der Satz lautet, wann einer eine hat. Also wann einer eine hat. Und das heißt, wenn einer oder jemand einem anderen eine reinhaut. Ich weiß, das ist jetzt kein netter Satz an sich, aber man kann das halt schön im Dialekt Anna, An, Anne, klingt alles ziemlich ähnlich. Also zum Nachsprechen, wann Anna, An, Anne eine hat. Und wenn wir schon dabei sind, bitte die Lateiner kurz weghören oder auch länger weghören. Das ist leider nicht von mir der Sprücherl. Aber es geht auch nur mit dem Dialekt, mit dem österreichischen Dialekt, kann man das dann gut übersetzen. Es ist grammatikalisch komplett falsch. Und es lautet quid, quid peregrinum. Quid heißt was? Zweimal, also quid, quid und peregrinum. Ein Fremder ist in dem Fall falsch, weil es müsste eigentlich peregrinus heißen. Ich weiß nicht. Peregrinum klingt irgendwie besser als peregrinus. Ansichtssache. Was heißt also quid, quid peregrinum? Was, was, ein Fremder. Also quid, was? Zweimal und im Dialekt. Was, was? Was weiß? Ein Fremder, ein Fremder. Ich stehe auf den Spruch. Also ich bringe ihn gerne immer wieder an. Und ja. Er ist total erfunden. Er ist leider nicht von mir. Aber ich mag ihn. Ja. Was habe ich sonst noch gemacht? Ja, ich hab endlich die Vorhänge für meinen Sohn genäht. Mache euch dann hinten ein Foto dran. Es ist jetzt nicht so spektakulär, aber wenn man eigentlich nicht gut nähen kann, ist ein Vorhang schon eine echte Herausforderung, muss ich sagen. Also ich bin total froh und stolz auf mich, dass beide Teile gleich lang geworden sind. Das war ein harter Kampf. Ich will euch jetzt nicht sagen, wie ich es gemacht habe. Also total vogel. Total unprofessionell für Näherinnen wahrscheinlich und deswegen, ich sag's lieber nicht. Ich sag's lieber nicht. So, und gesponnen habe ich. Am Spinnrad gar nichts. Nix. Dafür habe ich jetzt meine Handspindel wieder rausgekramt. Und ich habe den afrikanischen Merino-Kammzug von Kamera links, rechts, das ist sowas von blöd. Also die afrikanische Merino-Wolle von der steffiswolle.at, die ich euch letzte Woche gezeigt habe, in der Farbe Goldrausch, habe ich angefangen zu verspinnen. Das sieht jetzt überhaupt nicht großartig aus. Sieht so aus, als hätte ich damit 5 Minuten verbracht. Aber, das sieht man jetzt auch nicht, ich habe hier eine neue Technik ausprobiert, die ich schon eine Zeit lang endlich mal ausprobieren wollte. Und das geht eigentlich auch nur mit so, es geht mit Kreuzspindeln und es geht mit Kopfspindeln, mit einer Fußspindel wüsste ich jetzt nicht, habe ich auch kein Video dazu gefunden. Und zwar nennt sich das Ply on the Fly. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da spinnt man den Faden und verzwirnt ihn gleichzeitig. Oder, also zuerst spinnt man den Faden, dann verzwirnt man ihn dreifach mit so Luftmaschen, also Navajo-Bleien. Und dann wickelt man den fertig gezwirnten Faden auf den Spindelstab. Und das geht, ich zeige es euch jetzt nicht, weil ich stell mich wirklich an, wie, als hätte ich noch nie zuvor gesponnen. Es ist wirklich nicht einfach, muss ich sagen. Also aber es fasziniert mich und ich finde es witzig. Und ja, ich zeige es euch einfach mal. Also zuerst spinnt man ganz normal den Faden, der ist relativ dünn,
Ist das Kamera? Kamera, links, rechts. So. Jetzt. Also ein Faden, ganz normal gesponnen. Dann nehme ich den vom Haken und hier am Haken habe ich die Schlaufe vom Navajo-Zwirnen. Die nehme ich dann auch ab. Und dann lupfe ich den Faden, den fertig gesponnenen, hier durch und mache diese Luftmaschenkette, wie beim Navajo-Verzieren, entweder mehrere oder nur eine größere. Es ist eigentlich ziemlich egal, man sieht den Unterschied dann nicht, wenn es verzierend ist. Und also ich muss sagen, wenn der Faden, so ein normal lang gesponnener Faden, dann durch drei geteilt ist, habe ich ungefähr, ja, viel mehr als was ihr jetzt seht, von der Höhe her wird es dann auch nicht. Das hängt man dann wieder in den am Haken ein, dreht in die Gegenrichtung, um das zu verzwirnen, und dann wickelt man den verzwirnten Faden auf. Und so sieht es dann aus, dreifach verzwirnt, gleich. So. Und mit dem mache ich auch Navajo-Zwirnen, weil, sieht man das, damit ich hier die Farben, davor war grün und jetzt habe ich diesen Goldton, damit die Farben sich nicht mischen, sondern einzeln bleiben. Und das Praktische ist auch, man sieht gleich, ob man zu viel Drall hat oder zu wenig oder ob es ausgeglichen ist. Und man kann das auch sofort korrigieren auf so ein Stückerl Faden. Also es ist wirklich dann immer nur so ein Stückerl Faden, den man verzwirnt, ist es relativ einfach, da noch die Kontrolle zu haben. Ja, also wie gesagt, es sieht nicht spektakulär aus, aber es ist schon verzwirnt. Und ich finde das irgendwie klasse. Mir taugt das. Möchte ich unbedingt, ich glaube, das werde ich öfters machen, wenn ich mit der Hand Spindel spinne, dass ich dann auch gleich den Faden verzwirn. Dann habe ich noch an meiner Kreuzspindel weitergesponnen. Die ist von Snyder Spindles. Ich habe heute gehört, dass dieses, also wenn man es dann abzieht, dass das dann Schildkröte heißt. Finde ich total witzig. Die Farben sieht man jetzt gar nicht. Also das ist blau und rosa und weiß. Ich habe da immer das Gefühl, es geht nichts weiter. Also ich habe von den ersten 50 Gramm jetzt noch das über. Es geht also schon was weiter, offensichtlich. Aber hier... Und ich habe immer nur so 3-4 Gramm dann auf der Spindel, die ziehe ich dann ab. Ja, das wird noch länger dauern, fürchte ich. Hm. Ja, und ich und die Technik, dazu gibt es dann noch etwas zu sagen. Mein Intro war weg. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, es sollte sich ja so bewegen. Das ist blau am Anfang, das sollte sich ja bewegen, war weg. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Screenshot davon oder also eine Momentaufnahme, und deswegen hatte ich in den letzten Folgen auch nur dieses Standbild, nicht das Bewegte. Und vorige Woche habe ich ein paar so kleinere Filmchen gemacht mit dem iPhone und dann habe ich mir die alle aufs Netbook gezogen und die sind jetzt auch weg. Dafür habe ich mein Intro wiedergefunden, nämlich bei den temporären Dateien. Ich bin echter Computerspezialist. Wenn es irgendwer richtig im Griff hat, dann bin's ich. Muss ich schon sagen. So, ich hoffe, ich vergesse nicht. Veron hat mir geschrieben auf Revelry, dass die Musik am Ende etwas zu laut ist. Ich selber kriege es nicht mit. Ich bin froh, wenn ich auf meinem Netbook dann beim Editieren überhaupt einen Ton höre, und oft kriege ich ihn nur verzögert und dann weiß ich nicht, ob das überhaupt jetzt funktioniert. Aber ich werde mich bemühen, dass ich die Musiklautstärke diesmal ein bisschen leiser mache. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, holt euch keinen Schnupfen, so wie ich.
Es hat keinen Sinn. Und tschüss.